Die folgende unheimliche Begegnung wurde von Jorge Cruz und seiner Familie geteilt. Laut Jorge wurden sie seit ihrem Einzug in ihr neues Zuhause von einer Reihe beunruhigender Ereignisse geplagt. Jorge, der sich schon seit langem für das Paranormale interessiert, könnte unwissentlich eine Tür ins Unbekannte geöffnet haben. Als er beschloss, mit einem Ouija-Brett zu experimentieren. Dies hätte möglicherweise böswillige Wesen in ihr Haus einladen können. Allerdings war dies nicht das erste Mal, dass Jorge etwas Ungewöhnliches mit der Kamera festhielt. Er erwähnte, dass diese Wesen offenbar ein besonderes Interesse an seiner Familie hatten und sogar mitten in der Nacht vor ihrem Haus lauerten. Einer der schrecklichsten Vorfälle ereignete sich erst vor wenigen Nächten. Mitten in der Nacht wurde Jorge plötzlich durch das Zuschlagen seiner Schlafzimmertür geweckt. Zunächst tat er es aber ab, führte es auf einen möglichen Luftzug zurück und schlief wieder ein. Doch am nächsten Tag überwältigte ihn seine Neugier und er beschloss, sich die Aufnahmen vom Babyphone anzusehen. Was er entdeckte, jagte ihm Gänsehaut über den Rücken. Das Video zeigte ein lautes, bedrohliches Knallgeräusch, bevor die Tür zuschlug. Dann kroch langsam eine schattenhafte, dunkle Gestalt in Sicht, die am Fuß des Kinderbetts lauerte, fast so, als würde sie das Kind beim Schlafen beobachten. Die unheimliche Masse schien sich sogar auf das Kind auszustrecken und kurz mit einem Stofftier zu interagieren, bevor sie sich spurlos in Luft auflöste. Was auch immer in Jorges Haus gelangt ist, ist zweifellos etwas Bösartiges. Die große Frage ist nun, wie Jorge dieser bedrohlichen Präsenz in den kommenden Tagen begegnen wird. Jetzt wenden wir uns Dino Nuggets 741 zu, der, nachdem er in seinem alten Zuhause eine erschütternde Erfahrung mit einer dämonischen Präsenz gemacht hatte, endlich einen Weg gefunden hat, an einen neuen Ort zu ziehen. Unglücklicherweise scheint es so, als ob das Wesen, das ihn zuvor gequält hat, ihm zu seinem neuen Wohnsitz gefolgt ist. Dino teilt regelmäßig Updates zu diesen beunruhigenden Begegnungen auf seinem persönlichen Kanal. Mehrere seiner Zuschauer schlugen ihm vor, ein Gebet zu sprechen, um sein Zuhause von diesem hartnäckigen Geist zu reinigen. Dino nahm sich ihren Rat zu Herzen und beschloss, es zu versuchen. Die Ereignisse, die sich während des Gebets abspielten, waren jedoch geradezu erschreckend. Während das Gebet spielte, erklangen laute und aggressive Klopfgeräusche von oben, eines heftiger als das andere. Dieses unerbittliche Knallen wurde bald von dem Geräusch einer zuschlagenden Tür begleitet. Dann, ohne Vorwarnung, zerbrach plötzlich das Glaszifferblatt einer Uhr und Scherben fielen auf den Boden. Augenblicke später erschien eine große, schattenhafte Gestalt in der Tür am Ende der Halle. Diese schwarze Silhouette stand bedrohlich in der Tür und starrte durch den Flur zum Fernseher. Augenblicklich schaltete sich der Fernseher aus, als ob er von der Entität gesteuert würde. Dann zog sich die Gestalt langsam in den Raum zurück und verschwand aus dem Blickfeld.
Später zeichnete Dino ein Update auf, um den Schaden zu zeigen, der bei dieser gruseligen Begegnung verursacht wurde. So, this is my house. Lights pretty normal. So in that video you'll hear two things break. This is my awesome stepson. I try not to have glass in the house for this very reason, but it broke. Unter den Zerstörungen befanden sich ein gerahmtes Foto seines Stiefsohns und die zerbrochene Uhr. It broke in the video. Second one is this clock, which you guys have probably seen in a number of my videos outside of here. Notice there's no damage. Just one thing wrong, it's missing the glass. It exploded. And you can literally barely touch this thing. Was keinen Zweifel daran ließ, dass dieses Wesen nicht nur böswillig ist, sondern auch in der Lage ist, erheblichen Schaden anzurichten. Laut Dino wird er seit 10 Jahren von dieser dunklen Präsenz heimgesucht, egal wie oft er umzieht oder welche Methoden er anwendet. Nichts scheint ihn von diesem unerbittlichen Geist zu befreien. Celeste Castro hat kürzlich ein erschreckendes Erlebnis geteilt, das sie in den frühen Morgenstunden alleine zu Hause festgehalten hat. Gegen 1 Uhr morgens hörte sie seltsame Geräusche aus ihrem Wohnzimmer und was ihr als nächstes begegnete, löste bei ihr völlige Angst aus. No. Mami, no sé qué hacer ya, no sé qué hacer. O sea, literal se escuchó donde abrieron una puerta. No mames, no mames. Eso no estaba tirado ahorita. No mames, güey, no mames. Está abierta la puta puerta. Ay, no. Voy a cerrar la puerta. No hay nadie, o sea, no hay nadie. No hay nadie. Voy a cerrar la puerta y le voy a poner seguro. Porque la neta, se supone, no hay nadie, no hay nadie. Literal, no hay nadie en plebes. O sea, no sé qué voy a hacer. El celular está grabando aquí. A ver si capta algo. Porque la neta, ya me harté de que estén pasando cosas y no sepa qué es. La voy a dejar grabando. Y me voy a ir al cuarto. Me da mucho miedo, please. Me da mucho miedo ver lo que hay. Se escuchó como que algo así, despacito. Y vamos a ver. ¿Qué vergas es eso? Me está dando miedo. Te lo juro que estoy temblando. ¡No! ¡No mames!
Während sie vorsichtig nachsah, erschrak Celeste, als sie kurz hinter ihrem Küchenkühlschrank etwas hervorlugen sah. Das reichte aus, um sie voller Angst aus dem Haus zu rennen. Sie beschloss, den Rest der Nacht bei ihrer Cousine zu verbringen, da sie zu erschüttert war, um nach Hause zurückzukehren. Bis heute gibt Celeste zu, dass sie keine Ahnung hat, was sie in dieser Nacht auf ihrem Handy aufgezeichnet hat. Interessanterweise stellt sie auch fest, dass seit diesem Vorfall in ihrem Haus nichts Ungewöhnliches mehr passiert ist. Ob diese Erfahrung ein einmaliges Ereignis war oder der Auftakt zu etwas mehr, wird nur die Zeit zeigen. Wir müssen abwarten, ob Celeste weitere Updates zu ihrer beunruhigenden Begegnung bereitstellt. Homesteading off the Grid hat kürzlich eine erschreckende Entdeckung ihrer Wildkamera geteilt. Die Aufnahmen zeigten etwas wirklich Beunruhigendes in der Nähe ihrer Lodge. Eine unheimliche Gestalt, die auf ihren Knien zu krabbeln scheint und aufmerksam auf ihr Zuhause starrt. Der Anblick dieses mysteriösen Wesens hat die ganze Familie zutiefst verstört und nervös gemacht. Das Aussehen der Gestalt ist erschreckend und die Tatsache, dass sie mitten in der Nacht allein durch den Wald wanderte, macht die Situation noch besorgniserregender. Die Familie ist verwirrt und hat keine Erklärung dafür, was diese Kreatur sein könnte oder warum sie auf ihrem Grundstück lauerte. Die wahre Natur dessen, was mit der Kamera festgehalten wurde, bleibt ein Rätsel und hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Diese beunruhigende Begegnung wurde von Foul Mittens geteilt, der verriet, dass ihm eines Nachts etwas Unheimliches aufgefallen sei, das ihm aus dem Wald nach Hause folgte. Voller Angst und Unsicherheit hatte er keine Ahnung, was diese mysteriöse Präsenz sein könnte. Hier begann er, das Video aufzunehmen, in der Hoffnung, Beweise für das unheimliche Erlebnis festzuhalten. Ob das Wesen schließlich verschwand oder ihm weiterhin folgte, bleibt unklar. Eines ist jedoch sicher, diese Situation hätte die meisten von uns genauso erschreckt. Das Unbekannte kann zutiefst beunruhigend sein und diese Begegnung bildet da keine Ausnahme. Jenna Snow arbeitet im Continental Inn in Edmonton, Alberta, einem Hotel, das bedrohlich gegenüber einem Friedhof mit fast 19.000 Gräbern liegt. Angesichts seiner unheimlichen Lage ist es keine Überraschung, dass sich das Hotel einen guten Ruf für paranormale Aktivitäten erworben hat. Gegen 5 Uhr morgens saß Jenna an der Rezeption, als ihr und ihrem Kollegen Tim etwas Ungewöhnliches in der Sicherheitsfeed auffiel. You know the story on that, right? When Mike hired those 2 native spiritual people to come here and do their stuff, he said it's not the hotel that's haunted, it's the graveyard. Oh. So this service road here where Danny and I used to park, that's the old Stony Plain Road. Do you really think they, when they dug up all the bodies here, that's a good one, moved them over to the graveyard? They dug up the bodies and what? See? Yeah. Zu ihrem Erstaunen schien eine schwache, geisterhafte Gestalt durch die Lobby zu schweben, bevor sie sich auf einem Stuhl niederließ, nur um wenige Augenblicke später zu verschwinden. Hey Noel! What's up? Oh yeah, I see it again. Yeah, let's try and signature. Sometimes he'll stay there for a minute. He is. How do you know this? Well, because Danny and I caught him earlier when Danny was in the games room locking up. I freaked the f*** because I saw it. And then I tried to do a video review to record it and it wouldn't let me. Why is it still there? Well, because if you read about it, they get caught in a vortex. Tim, der schon seit geraumer Zeit im Gasthaus arbeitet, war von dem Anblick nicht ganz schockiert. Er behauptete, diese mysteriöse Gestalt schon mehrmals gesehen zu haben und vermutete, dass es sich möglicherweise um einen Geist handelte, der vom nahegelegenen Friedhof herübergewandert war.
Obwohl Tims Theorie faszinierend ist, bleibt die wahre Identität dieses geisterhaften Besuchers unbekannt, sodass sich sowohl Mitarbeiter als auch Gäste fragen, was sonst noch in den Mauern des Hotels lauern könnte. Vor ein paar Wochen haben wir uns mit den erschreckenden Erlebnissen von Rosanna befasst, einer Frau, deren TikTok-Account mit Aufnahmen der beunruhigenden Poltergeist-Aktivitäten in ihrer Wohnung gefüllt ist. Um etwas Frieden zu finden, verließ Rosanna für 2 Wochen ihre Wohnung, in der Hoffnung, dass die Auszeit das, was sie verfolgte, zur Ruhe bringen würde. Doch als sie zurückkam, eskalierten die Dinge auf erschreckende Weise. Kurz nachdem sie zurückgekommen war, hörte Rosanna scheinbar aus dem Nichts eine Stimme aus dem Zimmer ihrer Tochter nach ihr rufen. Als sie sich vorsichtig näherte, schwang die Tür von selbst auf, als ob etwas Unsichtbares sie zum Eintreten drängte. Als sie drinnen war, wurde die Situation noch bizarrer. Ihr Ghettoblaster begann plötzlich zu spielen und die Schubladen begannen sich mit Gewalt zu öffnen und zu schließen. In Panik beeilte sich Rosanna, den Ghettoblaster auszuschalten, musste jedoch feststellen, dass er völlig stromlos war und keine Batterien darin hatte. Als sie rückwärts aus dem Zimmer ging, öffneten und schlossen sich die Schubladen weiter und die unheimliche Stimme kam zurück und rief wiederholt: Hat Rosanna es mit einem böswilligen Geist zu tun oder ist in ihrem Zuhause etwas noch Dunkleres am Werk? Die seltsamen und beängstigenden Ereignisse, die sie festgehalten hat, lassen darauf schließen, dass dieser Spuk noch lange nicht vorbei ist. Dieses beunruhigende Filmmaterial wurde von einer Frau namens Katie aufgenommen, während sie in einer Lodge übernachtete. Während ihres Aufenthalts bemerkte sie einen Mann, der direkt vor ihrem Zimmer stand. Sein Anblick, wie er regungslos und aufmerksam in ihr Zimmer starrte, erfüllte sie mit großer Angst. Katie fühlte sich bedroht und war sich seiner Absichten nicht sicher und beschloss, die Begegnung zu dokumentieren. Das Filmmaterial fängt den erschreckenden Moment ein, während der Mann unheimlich still bleibt und durch das Fenster späht. Katie benachrichtigte umgehend die Polizei über den Eindringling. Doch die Situation erschütterte sie zutiefst. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation befändet?
Schauen wir uns nun noch einmal den Fall von Tony an und seinen Kanal Dude, My House is Haunted. In den letzten Jahren hatte er es mit einer dunklen Macht in seinem Haus zu tun, die einfach nicht zu verschwinden schien. Auf dem Höhepunkt dieser Aktivität hörte er oft körperlose Schritte, die umhergingen. Er erhascht flüchtige Blicke auf gespenstische Erscheinungen und wich sogar Messern aus, die irgendwie durch den Raum geschleudert wurden. Tony glaubte, dass der Geist in seinem Haus von einem Kind stammte. Um seine Theorie zu beweisen, legte er einen Ball vor einer Überwachungskamera auf den Boden, um zu sehen, ob irgendetwas damit interagierte. Und zu seiner Bestürzung teilte er dann folgendes Filmmaterial. Nachdem er seine Möglichkeiten ausgeschöpft und jede mögliche Lösung ausprobiert hatte, ließ die Aktivität in seinem Haus schließlich nach. Aber gerade als sich das Leben wieder normalisierte, gab es Anzeichen dafür, dass dieses Wesen zurückgekehrt sein könnte. Making the video showing you guys that this lamp behind me is moving. And I did two videos because it kept moving and kept moving and kept moving. And I was getting ready to shut it off because I was kind of tired of watching it move. And as soon as I went to hit the phone and turn it off, the light came on. I kid you not, I gotta look and see if I caught it. But the freaking light came on, this light right here, and it's still moving. It's still going. It's been moving for a while. There's no strings on the wall, that's just the chain. And I'm not touching it. Eine von der Decke hängende Lampe schwang geheimnisvoll hin und her, obwohl nichts und niemand sie berührte. Tony zeigte jeden möglichen Winkel dieser Lampe, um zu beweisen, dass daran keine Schnuren geknüpft waren und dass er dies nicht inszenierte. Diese beunruhigende Bewegung war sein erster Hinweis darauf, dass sich wieder etwas in seinem Haus befand. Und in den folgenden Tagen geschah etwas, das ihm die Haare zu Berge stehen ließ. See, it's a little after 3 o'clock. And I'm hearing kids outside playing. If you listen close, you can hear them. But I've been hearing what sounds like a kid in the house. I know it's probably just an echo from them over here. See, I can hear those kids out there. These are some masks my friend got me from Argentina. See, I can hear those kids. Let me move in here. See, you can hear them a little better. They're over behind my backyard. Let me move into the kitchen here. Now you can see. See, you can hear them out there pretty good. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. There's nothing in the bathroom. I was just in here, so I know it's nothing in here. I swear it came down like right down there. It sounded like it came from one of the back rooms or like in the hallway or something. You gotta be kidding. You gotta be. You gotta, I'm
swear it sounded like it was in the house. Obwohl Kinder draußen spielten, schwor Tony, dass es sich anhörte, als käme eine dieser Stimmen aus dem Inneren des Hauses. Er ging vorsichtig von Zimmer zu Zimmer. Diese beunruhigende Stimme, die so klang, als würde sie bis bald sagen, ließ ihn zusammenzucken und ihm fehlten regelrecht die Worte. Der kristallklare Klang dieser Stimme lässt nicht leugnen, dass sie aus dem Inneren des Hauses kam. Lasst uns nun noch einmal in die Erfahrungen von Dustin Lee Frazier eintauchen, der in der Nachtschicht in einem Hotel und Restaurant in den Appalachen arbeitet. Im Laufe der Jahre hatte Dustin mehrere beunruhigende Begegnungen mit seiner Meinung nach übernatürlichen Wesen. Da er jede Nacht der Letzte ist, der das Diner abschließt, ist er oft allein, wenn sich diese unheimlichen Ereignisse ereignen. Spät in seiner Schicht hört Dustin häufig gespenstische Stimmen, die scheinbar versuchen, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Um diese seltsamen Ereignisse zu dokumentieren, hat er es sich zur Gewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn er eine Anwesenheit spürt, auf seinem Handy aufzunehmen. Ein besonders beunruhigendes Video wurde im Lagerraum aufgenommen und das Filmmaterial war wirklich schwer zu erklären. Cases. Oh, I probably shouldn't have. Okay. Whoops. Wait, no, those are wrong. That's not pull tails. I'm not entirely sure. Okay. Als Dustin den Lagerraum betrat, bemerkte er sofort einen deutlichen Temperaturabfall. Als er diese plötzliche Kälte laut erwähnte, schienen körperlose Stimmen mit Flüstern zu antworten. Er bekam dies gar nicht mit und fuhr damit fort, Bettlaken einzusammeln. Als er jedoch die Kamera auf sich selbst richtete, wurde eine erschreckende Stimme auf Band festgehalten, die sagte: "Hinter dir!" Der Ton der Stimme war alles andere als freundlich, was die insgesamt beunruhigende Atmosphäre an seinem Arbeitsplatz noch verstärkte. Da solch unheimliche Ereignisse zum festen Bestandteil seines Jobs werden, ist Dustins Arbeitsplatz zu einer der geheimnisvollsten und beunruhigendsten Umgebungen geworden, die man sich vorstellen kann. Was könnte die Ursache dieser Vorkommnisse sein und wie weit wird dieser Spuk noch gehen? So richtig kann man das nicht genau sagen. Aber wir halten die Augen offen. Danke Leute fürs Einschalten.